Ja, etwas Allgemeines zu meinen Tutorials. Wen will ich eigentlich damit erreichen? Ja, im Grunde genommen War Thunder-Spieler, die Arcade schon gespielt haben, die im günstigsten Falle auch Realistic Battles schon gespielt haben, die also schon Flugstunden auf dem Buckel haben. Ich denke mal, für jemanden, der komplett neu anfängt mit War Thunder und dann direkt SB, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube, dass das dann einfach auch zu heftig wird von den Anforderungen her, wenn man vorher nicht schon ein bisschen was gemacht hat. Jemand, der vorher schon Flugsimulatoren gespielt hat, denke ich, wird sich da nicht so schwer mit tun. Aber in erster Linie richte ich mich an Spieler in War Thunder, die schon Flugerfahrung haben, die vielleicht bis jetzt einen Bogen um SB gemacht haben, weil sie in der Annahme sind, ja, dass sie erstmal in Hardware investieren müssen, damit das alles vernünftig konfiguriert ist und läuft und sowas. Und ja, den wollte ich eigentlich auch näher bringen, beziehungsweise auch zeigen, dass es das durchaus auch mit der Maus klappen kann, wenn man sich ein bisschen diszipliniert, wenn man die Flugmodelle schon gut kennt, wenn man weiß, wie das Spiel halt reagiert, also wie die Flieger reagieren im Spiel. Und dass man das durchaus auch mit der Maus erstmal testen kann, das Ganze, um zu gucken, ob einem das liegt, SB zu spielen. Wichtig finde ich noch, sich die Konfiguration des Spiels so einzustellen in SB, dass man wirklich alle Werte des Flugzeugs sieht, die man braucht für SB. Das ist wirklich wichtig. Also Motortemperatur, Munitionsstand, Wassertemperatur, halt diese Settings, die ich hier gerade zeige. So, das muss alles an sein, damit man vollen Zugriff auf die Werte der Maschine hat in der Anzeige. Zum Sichtsystem von SB muss man sagen, man erkennt im Grunde genommen die Maschinen nicht durch rote und blaue Kreise, die da drüber markiert sind, sondern man muss sich schon die Flieger einprägen und gucken, was ist das, was könnte es sein. Es ist oft ein Streitpunkt gewesen, im Forum auch von Spielern. Man kann da wirklich drüber streiten. Ich weiß selber im Moment auch noch nicht so wirklich, ob ich es geil finde oder ob es eher ein Hinderungsgrund für mich zukünftig sein wird, weiter SB zu spielen, weil es doch teilweise sehr schwer ist zu erkennen, fliegt da ein Teammitglied vor mir oder ist es ein Gegner. Ansonsten, ja, visieren, anvisieren, funktioniert alles, wie man das sieht, vorne über das kleine Fadenkreuz im Cockpit. Das ist, ja, finde ich, ist sportlich, aber passt dazu. Ich will da, also ich vermisse nichts, will da auch nicht meckern an der Stelle. Ja, man muss sich da halt wirklich drauf einspielen. Ansonsten zoomen habe ich schon vorgestellt, das funktioniert mit der rechten Maustaste. Man kann reinzoomen so ein bisschen und ja, kann die Ziele etwas näher heranholen. Sicht nach links und nach rechts mit gedrückter C-Taste. Auch da funktioniert der Zoom wieder. Man kann reinzoomen, rauszoomen. Eigentlich alles, ja, easy vom Handling. Gewöhnungsbedürftig in jedem Fall, weil es eben ein anderer Spielmodus ist. Man muss das alles erstmal sacken lassen. Das ist das Stichwort hier an der Stelle. Das war's mit dem allgemeinen Teil. Sacken lassen und ja, sich vielleicht auch die anderen Tutorials angucken, die ich noch ins Netz stellen werde, die halt wirklich gerade diese ersten Basics betreffen, wie starten, landen und solche Dinge.